Tele Zürich auf den Spuren der verrücktesten Sammler. Heute im dritten Teil unserer Wochenserie kommt ein ziemlich geflippter Typ zum Zug. Angefangen hat die Leidenschaft von Ivo Vasella ganz harmlos. Er hat einen Flipperkasten gekauft. Heute, 20 Jahre später, ist er Herr über seine ganz persönliche Spielhülle. Der Pascal Billeter ist mit dem Flipperkastenkönig ins Reich abgestiegen. Die Lichter sind seine Welt und der Sound tönt wie Musik in seinen Ohren. Der Ivo Vasella besitzt wohl die grösste Flipperkastensammlung in der ganzen Schweiz. Von den ersten Modellen aus den 50er Jahren bis zu den Hightech-Versionen aus den 90er ist bei ihm fast alles zu finden. Das Interesse von mir kommt eigentlich daher, dass ich früher selber geflippert habe als Jugendliche und ich wollte einfach mal selber so ein Gerät haben, weil es mich interessiert hat, auch von der Technik. Ich habe dann angefangen zu basteln, daran rumzuneckeln, wieder mal einen gekauft und noch mal einen und immer mehr und mehr. Über 50 Kästen hat der 36-jährige Architekt in seiner 20-jährigen Sammlertätigkeit zusammengekauft. In einem Kellerraum in Zürich-Altstädten stehen Flipper-Modelle aus einem halben Jahrhundert umeinander. Haben sich Designer am Anfang noch mit simplen Motiven zufrieden gegeben, hat man in den 60er Jahren nach höherem gestrebt. In den 60er Jahren sind Raumfahrtthemen gekommen. Interessant, auch vor der Mondlandung sind sehr fantasievoll gewesen, also mit grünen Marsmännchen und so weiter. Nach der Mondlandung sind sie eher so auf die technische Faszination abgestellt gewesen. Und neuere Flipper sind eigentlich meistens zum Thema Film. Also man kann dann eins zu eins das Filmthema übernehmen und der Flipperspieler kann sich gerade mit dem Filmheld identifizieren. Das Flippern selber macht dem Ivo Vasella auch nach 20 Jahren noch Spass. Doch eigentlich restauriert er seine Kästen mehr, als dass er selber spielt. Neben den Pinballkästen besitzt er auch 10 Videospielgeräte mit über 300 Computerspielen. Ich habe mit der Zeit wieder angefangen, mich interessieren für alle Spiele, die ich auch gespielt habe in meiner Jugend. Und habe dann auch angefangen, Videospiele zu sammeln. Ich habe nur Original-Videospiel-Klassiker und ich kenne mich eigentlich nicht aus, was es an Videospielen gibt, so in der Spielkonsole. Pac-Man, Arkanoid oder Space Invaders stehen zum Spielen bereit. Games aus den Anfängen vom virtuellen Spielvergnügen. Doch Ivo Vasella seine grosse Liebe bleibt zu flippern. Und selbst die neuesten Videogame-Errungenschaften mindern seine Faszination fürs Spiel mit den kleinen Stahlkugeln nicht. Es ist halt immer noch ein Rauchspiel und es sind rechte Kräfte, die da passieren mit dieser Stahlkugel unter dem Glas. Und das hat mich eigentlich auch immer noch fasziniert. Man kann ja nie etwas damit anfangen können mit diesen Computern. Flipper-Simulationen, weil da fehlt mir einfach die Hardware. Einmal im Monat trifft sich da innen ein Grüppli Insider zum Zusammenflippern. Und wer jetzt auch mal Lust hat, seinen Spieltrieb voll und ganz auszuleben, größere Gruppen könnte Raum auch mieten. Für Tele Zürich aus der Outlane Spielhölle Altstädten, der Pascal Willeter.